Man kann sein Auto nicht mit R setzen, das geht nicht. Das geht überhaupt nicht. Unten links steht R für Reset, aber es geht überhaupt nicht. Oder funktioniert das nur, wenn es sich überschlagen hat oder so? Naja. Moin, Erwin! Du, Erwin. Du. Hallo, Erwin. Na, wie geht's denn so? So, ich würde nochmal den hier machen. Ah. Und den hier. Lalala. Du, 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 du. Ah, so ein schönes Hot Tub. So. Erwin ohne Brille. Oh. Tschüss, Erwin. Gut, ich bin gespannt, ob morgen Sami Salami wieder vorbeikommt. Irgendwas hat er doch bestimmt. Irgendwas, Erwin-Zuckungen. Polier dir mal die Glatze. Ja. Oh, 3%. Hui. Ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, was ist eigentlich mit Dings? Mit Stromrechnung. Wann kommt das? Kommt das alle 2 Tage nur oder so? Shopmanager. Auto-Opening. Das ist natürlich sehr geil. Für 250. Aber da würde ich erstmal drauf sparen. Das hatte ich ja, glaube ich, gesagt gehabt. Ne? Shop-Upgrades, Display. Ich weiß halt nicht, was das bringt. Ne? Das ist halt so. Add-Drink-Maschine, Snack-Display, Close-Display, Hotdog-Grill. Mmm, geil, Alter. Ehre. So. Was kaufen wir denn noch? Zahnpasta geht so langsam zur Neige. Anderes Klopapier bräuchten wir mal. Ne? Das ist ja kein Klopapier. Das ist ja, glaube ich. Das ist, glaube ich, Zewa-Rolle. Ich würde mal gucken, ob wir ein bisschen Klopapier oder so organisieren können. Oh, mich juckt's gerade. Aha, ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre. Da. So. Dürfte ja, glaube ich, auch schon gleich so langsam Abend werden. Hier ist es ja so, hier wird es immer relativ zügig Abend. So von jetzt auf gleich so Schnips. Und schon ist es Nacht. Kein fließender Übergang. So. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht tanken fahre? Kann ich dann an der Tankstelle einfach Sprit holen oder wie ist das? Und dann so wie bei der Aral-Werbung so, walking, na 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 la la, la 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 la. Moin! Boah, Alter, das war mal können. Das war mal richtig können. So, guten Tag. Ich grüße Sie. Wie sieht aus mit Toilettenpapier? Hier, soft. Kaufe ich. Alter, 62, willst du mich verarschen? 62, gut Preis? Holy shit, die scheißen hier aber auch. So, Kenneth Korn. Mayonnaise ist auch gut Preis für 20. Nehme ich mal mit. Nüsse, Cornsnakes, Cheese Chips, Bananenzerealien wollen sie auch an. Kostet 48, Alter. Candy Bag für 10. Nehme ich mal mit. Water Bottle, Lemon. Ja, das haben wir auch. Flakes, die sind teuer gerade. Balance ab. Jelly Marmelade, weiß ich gar nicht, ob wir die noch haben, die Marmelade. Okay, mashed. Soap für Seife, 18. Kaufe ich mal, komm, let's go. So, dann haben wir noch 138. 183, Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, räumen wir das noch ein. Und dann gucken wir mal, was der morgige Tag so bringt. So. Du, 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 du. Weiß gar nicht, ob wir jetzt Plus oder Minus machen. Ich kann man ja auch gar nicht irgendwie einschätzen. Das fehlt irgendwie noch so, ne? Man müsste echt irgendwie so eine Tabelle haben, wo wirklich so tagemäßig das steht. Also was sie so tagsüber so... Ja, was sie einkaufen. So Wochentage halt, von Montag bis Sonntag. Wo dann halt so steht, ja, da wurde prozentual ungefähr das gekauft, da wurde das gekauft, dass man sich so ein bisschen drauf einstellen kann. Das wäre noch schön. So. Da, da. Was haben wir denn da? Seife. Das kommt hier hin. Candy Bag kommt bei den Süßigkeiten hin. Mayonnaise kommt hier oben hin. Und Toilettenpapier kommt auch hier hin. Oh. Oh, wir haben 21 Uhr. Der letzte Kunde kommt. Erwin ist wieder da am Start. Sein Zwillingsbruder. Toilettenpapier. Und Erwin kauft noch irgendwas. So, Soft-Toilettenpapier.
da 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 da. So, das stelle ich mal so hin. Und da haben wir wieder Scheißhauspapier en masse. Da können die Leute wieder scheißen gehen. So, Seife. Packe ich mal hier hin. Ich glaube, jetzt kommt eh keiner mehr, ne? Oder? Bei dem Hundefutter. Ist bestimmt ganz großartig. Kommt noch einer? Nee. Okay, beehren Sie uns bald wieder. Gute Nacht zusammen. Tschüss. So. So, Seife. Hallo? Mit F. Da, da, da. Da, da. Hundefutter wurde ein bisschen gekauft. Ein bisschen Schwämme. Ich glaube, Zahnpasta wurde auch ein bisschen gekauft. Haben wir aber noch ein bisschen was. Also von so an. So, ach, wir haben noch mehr Seife. Zitronenseife. So. Gucken, ob die gut geht. Schauen wir mal. Die Lotion. Die Handlotion. Hört, hört. So. Sehr schön. Haben wir das auch. Cool, gefällt mir. Dann haben wir die Candy Bags, die hier neben der links. Lutschi. Die guten Lutschis. Oh ja, oh, die guten Lutschis. Wer kennt sie nicht? Hm. Die guten Lutschis. Die habe ich auch immer bekommen früher. Die Lutschis. So, warte. So, warte. So. Da, 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 da. Da müssen wir ganz schnell den Tag gleich anbrechen lassen. Wir müssen ja auch essen und trinken da wieder. Oh. Müssen wir irgendwas essen? Irgendwas wegessen hier von unserem Dings. So, Mayonnaise hatten wir, glaube ich, gar nicht mehr, ne? Würde ich hier mal platzieren. Haben wir, glaube ich, 5 Stück jetzt. So, mal gucken, ob Mayonnaise geht. Da, 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 da. So, letzte Glas. Und dann hier nochmal ein bisschen Marmelade. Wo ist denn hier vorne? Bei dem Glas. Das ist vorne. Das sieht so komisch aus, aber anscheinend ja. So, warte. So. Okay. Gut. Ja. Fanta. Ich weiß nicht, ob Fanta noch. Kleinen Flaschen haben wir auch noch ein bisschen genug. Okay, ich mach nochmal den hier. Ah, und hier den. Ah, mh. Ah, mh. Ah, ja, mh. So. Dann würde ich sagen, Pech, schwarze Nacht, wir fahren nach Hause. Eigentlich ist Laufen die beste Alternative, ne? Entschuldigung, weil, ja, du weißt, es ist nicht weit. Gut, es ist schon ein bisschen zu laufen, muss man sagen. Aber die Alternative wäre halt Laufen, wenn wir keinen Sprit mehr hätten, ne? So. Bin zu Hause, Schatz! Ich bin da! So, Tür zumachen, ab in so ein neues Schlafzimmer mit keinem Fenster drin. Das ist echt ein Traum. Keine Fenster. Gute Nacht. Ich wache immer morgens hier auf, weil ich schlafwandel. Direkt vor der Haustür. Und irgendwie nachts wird mein Auto auch einfach umgestellt. Von meiner Frau wahrscheinlich. Die von Erwin. Erwins Frau stellt das Auto immer um. So, ganz schnell zum Laden. Wir müssen, ja, den Laden öffnen, damit Kohle reinkommt. Wuhu! Yeah! Moin! Wuhu! Stylisch, Alter! So geht das. Das gibt's doch nicht. Was hat er denn jetzt für einen Anfall? Ich will gar... Sammy? Der... Nein! Nein! Nee. Alter, leck mich ab. Leck mich fett. Leck mich fett. Entschuldigung, aber mein Zementmixer ist kaputt gegangen. Ich muss einen neuen haben. Das wird uns $300 kosten. Hättest du da was? Leck mich am Arsch. Ne, sehe ich nicht, Alter. Bruder, ne.
Nein! Geh nach Hause! Hau ab von meinem Grundstück! Verpiss dich! Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein... Der ist voll der Schnorrer! Der will immer Geld. Guck dir mal an, wie der aussieht. Wahrscheinlich... Keine Ahnung. Was weiß ich, wo du wohnst. Da, guck mal, Frankenstein ist auch schon hinter dir. Hau ab, Mann! Such dir einen Job, Junge! Alter, das ist voll der Schnorrer! Und mach gar nichts! Guck, wie es aussieht. Immer noch wie vorher hier. Das gibt's doch gar nicht. Ehrlich, ich glaube, er hackt. Ehrlich, ey, was ist denn mit dem? Unfassbar. So, Cheese Milt. Ja gut, okay. Ich würde tatsächlich mal gucken, ob wir vielleicht mal irgendwie drauf sparen, dass wir vielleicht irgendwie so ein Obstregal oder so ein Kram kriegen. Vielleicht. Weil wir müssen ja auch Sachen verkaufen, die ein bisschen mehr Geld einbringen, weißt du? Das wäre vielleicht mal gar nicht mal so schlecht. Gut, er wird jetzt heute sein Dings gleich kriegen, ne? Ich schätze mal gleich so, wird er seine 100 Dollar ist wieder bekommen. Weiß nicht, ob die Stromrechnung heute kommt. Müssen wir mal gucken. Der Furniture-Laden. Oder beim Bäcker? Lass uns vielleicht erstmal so ein Bäckerregal kaufen. Weil der ja gerade auch hier in der Nähe ist. Ah, Tommy Bakery. Hallo, guten Morgen. Mein Name ist Erwin Müller und ich würde gerne ein paar Donuts kaufen. Oder Törtchen. Oder einfach alles. Das ist so lecker. 400 kostet der Brotstand. 400 Flocken. Die Frage ist halt... 67? 15? 15? Ah, wir müssen auch essen, ne? Fällt mir gerade ein, warte mal. Ja, wir müssen essen. Das heißt, wir müssen so oder so irgendwie kaufen, Brot oder so ein Kram. Kostet 15. Und trinken haben müssen wir auch noch 24. 12. Oh, ich hätte gerne so einen Brotstand, ne? Ich weiß halt nicht, wie viel so Brot einbringt. So, wir müssen essen, trinken. Das würde ich mal eben in Angriff nehmen. Da. Runners steht auf dem Karton, sehe ich jetzt erstmal. So, ab in unserem Lager. Oder Büro. So. Eat, eat. Dann dürfen wir eigentlich satt sein, ne? Ja, okay, jetzt brauchen wir nur noch Water. Water würde ich jetzt, glaube ich, hier mal wegtrinken. Okay. Wir brauchen Wasserflaschen. Oh, auf jeden Fall, weil die laufen eigentlich ganz gut. Wenn sie nicht gerade teuer sind, würde ich die einmal kaufen gehen. So. Mal gucken, ob wir heute mal ein bisschen mehr Geld machen. Glaub zwar nicht dran. Weiß nicht, ob die neuen Sachen irgendwas bringen, die wir gekauft haben. So. Gut, mit Vollgas geht's zum Shop. So, warte. Hui. So. Guten Tag. So, entschuldigen Sie bitte, ich brauche eine Wasserflasche. Alter, okay, die kostet 6. Ist jetzt aber, muss ich sagen, jetzt ganz ehrlich. Für 6 nehme ich gleich 3. Läuft ganz gut bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei dir sind keine Leute im Laden. Haha. Auf Wiedersehen. Mein Name ist Erwin Müller. Merkt ihr das? Oh, ich würde so gerne das Schild umbenennen, ne? Das ist unser Shop-Schild. Aber das geht ja, glaube ich, erst... War das mit der App? Oder ging das mit dem... Oder ging das mit dem Shop-Upgrades? Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Naja. So. Aber wie viel Ablagefläche man hier so hat, ne? Bei dem Auto. Ist heutzutage schon kaum vorstellbar. Heutzutage hast du kaum noch Ablagefläche in so Autos, in so modernen. So. Früher war das so. Ja, Entschuldigung, ich hab mich verfahren. So, da sind wir schon. Gut.
Dann würde ich die Wasserflaschen einfach mal auffüllen. Die werden eh wieder weggehen irgendwann. Irgendwann mal. So. Lala. Ach komm, wir machen die oben. Weil wir Getränke eh oben haben. Das sieht eher aus wie Limo. So Sprite-mäßig sieht das aus, weißt du? Das sieht gar nicht aus wie Wasser. Da steht sogar Limo drauf. Das ist keine Wasserflasche. Was ist das für ein Betrug? So kann ich das meinen Kunden gar nicht anbieten. Furchtbar. Meine Kunden denken auch, ich verarsche die. Wasser, ja, ja, ist klar. Da steht aber Limo drauf. Na, mein kleiner Schlawiner, was verkaufen wir denn da? Nicht, dass hier noch die, na, wie heißt sie? Lebensmittelgesellschaft hier reinkommt und so mit dem Finger so, du. Haben wir abgelaufene Lebensmittel hier, die wir verkaufen? Ja, ja. So, die Limo. Ah, die Limo ist aber recht gut, muss ich sagen. Ohne jetzt Werbung zu machen, ne? Es gibt ja die Limo von einem gewissen namhaften Hersteller. Möchte ich jetzt, wie gesagt, keine Werbung für machen. Muss ich sagen, die ist sehr, sehr lecker. Kann ich echt empfehlen. So, zack. So, weiter geht's da hinten. Nee, warte mal. Da fangen wir mal von hier an. So, ja, da sag ich ja, da bin ich also voll so ein Monk, wenn sowas geht. Da, 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 da. So. Vor allem sieht man dann auch, was verkauft worden ist, ne? Das ist ja das Schöne dabei bei sowas. So. Ich weiß, das sind nur Peanuts, die wir jetzt hier machen. Wir machen jetzt keinen richtigen Umsatz groß. Wir müssen mal zusehen, dass wir echt irgendwie mal sparen auf was Größerem. Das Problem ist, wir müssen ja auch einkaufen, ne? Wir müssen uns mal irgendwie einen Plan machen, wo wir hinwollen mit der Reise. So. Würde ich die da doch hinstellen? Einfach, weil wir es können. So. Ah ja, das gefällt mir sehr gut. Oh ja, das... Oh, ist das schön. Cool. Dass das so geht, finde ich echt super. Okay. Tee und Kaffee haben wir uns, glaube ich, verkauft. Das geht überhaupt nicht. So, Klopapier ist immer noch alles da. Was wurde denn jetzt verkauft? Oh, Zahnpasta. Hm, Zahnpasta geht irgendwie immer. Muss man sagen. Okay, Kaffee, lalalala. Cookies, Peanut Butter. Peanut Butter wurde sogar verkauft. Mhm. Für 16. Sehr schön. Shop Rating ist bei 3%. Nice. Was wollen sie denn haben? Eiskaffee, Vanille Ice Cream, Meat Steak, Corn Snacks. Corn Snack, okay. Tomato, Watermelon, Bread. Bread. I am Bread. Ja, Brot. Ich weiß nicht, ob ich Brot einfach da reinlegen darf. Geht das? Ich frage für einen Freund. Ich will das mal austesten. Glaub zwar nicht dran, dass das geht, aber ich probiere es mal. Einfach mal testweise. Wir werden da sehen, wenn es weg ist, ist es weg. Dann geht das. Dann brauchen wir doch kein Brotregal oder so. Oh, Alter. Wie symmetrisch das einfach steht. So, die kleinen Cola-Flaschen stehen noch. Ja, Miranda. Aber noch ein bisschen. Oh, hier ist die Cola-Flasche weg, die große. Läuft gerade, ne? Gerade läuft's echt. Oh, 5%. Oh, gerade läuft's richtig. Was haben wir denn hier? Ist er ein? Okay, Shop. Okay. Ja, gut. Können es ja nicht ändern, weil wir die Sachen nicht haben, weil wir halt keine Kohle haben, ne? Es bringt halt nichts, ne? Wenn wir das nicht liefern können, weil halt uns die Mittel fehlen. Die guten Lutschis sind, glaube ich, auch schon weggegangen ein bisschen. Der Mac and Cheese langsam auch. Ah, was wollte er denn haben? Natürlich Salatdressing. Was auch sonst. Weißt du was? Leck mich doch. So, ich mache mal den hier. Hallo! Können Sie auch direkt mitbenutzen, wenn Sie möchten. Ah. Ach, ist das schön. Hier so am Eingang, weißt du so. Ah, so, richtig so. Ah, ja, beehren Sie mich bald wieder. Tschüss. Ah.
Schönen guten Morgen. Tachchen. Mr. Frankenstein oder Zwingsbruder von Frankenstein. Ah.